Es sind nun schon fast 150 Gemeinden ausgezählt. Herzlich willkommen wieder zurück zu unserer Sondersendung zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Burgenland. 277.000 Menschen waren wahlberechtigt und es zeichnet sich ab. Es gibt natürlich Verlierer und Gewinner und es wird auch Stichwahlen geben in Eltendorf, Frankenau, Unterpullendorf, Großeflein, Kuckmieren, Leupersdorf, Kitzladen, Ritzing und St. André am Zicksee. Also dort wird der Wahlkampf weitergehen. Martin. Ja, und wir wollen uns noch mal ganz kurz einen Überblick verschaffen, wie viele Gemeinden ausgezählt haben. Fast 150, hat Elisabeth gerade gesagt, es sind sogar schon 153. Wir aktualisieren natürlich laufend die Ergebnisse. 153 Gemeinden sind es und es hat auch schon einige Bürgermeisterwechsel gegeben. 15 an der Zahl sind es bisher, aber wie gesagt, es gibt ja auch noch einige Stichwahlen. Das sind die Mehrheitsverhältnisse in jenen Gemeinden, die bereits ausgezählt sind. Sie sehen an der Farbe, welche Partei hier die Mehrheit in der Gemeinde hält. Wir wollen Ihnen jetzt die Bezirksergebnisse bzw. die Ergebnisse aus den jeweiligen Bezirken liefern und da beginnen wir mit dem Bezirksvorort, dem Bezirk Güssing, also Stadt Güssing, und hier hält die SPÖ die Mehrheit seit 10 Jahren und kann diese absolute Mehrheit nun auch halten. 53,5% ist hier das Ergebnis. Die ÖVP verliert leicht, kommt auf 40,3% und die FPÖ bleibt nahezu gleich. Das also die Stimmergebnisse für die Mandatsaufteilung bedeutet, dass ein plus ein Mandat für die SPÖ, minus ein Mandat für die ÖVP und die FPÖ bleibt mit einem Mandat im Gemeinderat vertreten. Ja, und die Bürgermeisterwahl kann Vinzenz Knorr wieder für sich entscheiden, kommt auf 58%, Alois Mondschein, sein Gegenkandidat von der ÖVP, auf 36% und Michael Gmeindl von der FPÖ auf 5,8%. Die Reaktionen aus Güssing, die erwarten wir jetzt bei Andreas Berger. Ja, in Güssing hat sich relativ wenig getan bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen. Bei den Bürgermeisterwahlen gibt es fast annähernd das gleiche Ergebnis wie vor 5 Jahren. Bei den Gemeinderatswahlen hat die SPÖ ein Mandat dazu gewonnen. Neben mir steht Bürgermeister Vinzenz Knorr. Herr Knorr, wie blicken Sie jetzt auf dieses Ergebnis? Ja, ich kann sagen, dass beide Wahlziele, die ich mir gesetzt habe mit meiner Partei, erreicht wurden. Wir stellen wieder den Bürgermeister und sind im Gemeinderat stärker geworden. Und das freut uns natürlich, dass die Menschen unserer Stadt unsere Arbeit belohnt haben, indem sie ein weiteres Mandat an uns vergeben haben. Ihr Gegenkandidat, der große Herausforderer, waren Sie, Herr Mondschein. Sie haben vor der Wahl angekündigt, Sie möchten Bürgermeister werden. Sie möchten die absolute Mehrheit im Gemeinderat brechen. Dieses Ziel ist nicht aufgegangen. Woran hat es gelegen? Naja, zum einen sind wir natürlich enttäuscht, dass wir das Ziel nicht erreicht haben. Wir haben 5 Jahre lang im Gemeinderat unsere Ideen eingebracht, aber die Bevölkerung von Güssing ist anscheinend mit der jetzigen Politik zufrieden und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Dankeschön. Und dritter Kandidat, Dankeschön, Sie haben die Plätze gewechselt, Herr Gmeindl von der FPÖ. Bei Ihnen gibt es auch nicht wirklich eine Verbesserung. Wie bewerten Sie das Ergebnis? Ich möchte mich mal ganz herzlich bei der Güssinger Bevölkerung bedanken, also für das Wohlergebnis. Wir haben leicht zugelegt zu 2017, also ich kann schon zufrieden sein. Wir sind jetzt 5 Jahre drinnen. Das ist für mich auch ein klarer Auftrag. Das heißt, ich werde sehr wohl mein Wahlprogramm, das ich mir als Ziel gesetzt habe für Güssing, umsetzen und weiter dranbleiben. Und noch einmal herzlichen Dank und herzliche Gratulation an den Bürgermeister, an den Vizebürgermeister, wenn er jetzt ein bisschen enttäuscht ist, und für den fairen Wahlkampf an beiden Fraktionen. Danke Ihnen vielmals für diese Reaktionen. Wir geben damit wieder aus Güssing zurück nach Eisenstadt. Vielen Dank, Andreas Berger. Das war also Güssing. Und wir machen auf unserer Reise durch die Bezirksvororte weiter mit der Stadt Oberwart. Eine spannende Stadt. Sie wissen, vor 10 Jahren wurde Oberwart gedreht sozusagen. Da hat Georg Rosner für die ÖVP das Bürgermeisteramt geholt nach dem Finanzskandal 2012. 2017 gab es dann auch sogar noch die absolute Mehrheit für die ÖVP. Spannend also, kann die ÖVP die absolute Mehrheit hier halten? Also, die absolute Mehrheit dürfte dahin sein. Minus 1,6 Prozentpunkte für die ÖVP. Die SPÖ kann ganz stark dazu gewinnen. 14,6 Prozentpunkte, kommt auf 46,8%, ist hier also im Gemeinderat zumindest stimmenmäßig die zweitstärkste Fraktion. Die FPÖ
ein Minus von 7,1% und die Liste Klartext mit 0,6% der Stimmen. In Mandaten ausgedrückt bedeutet das also, die SPÖ gewinnt 4 Mandate dazu und hält nun ebenso wie die ÖVP bei 12 Mandaten. Die hat eben das entscheidende Mandat verloren und die FPÖ verliert 2 Mandate. Bei der Bürgermeisterwahl ging es natürlich darum, kann Bürgermeister Georg Rosner sein Amt verteidigen, und er kann. 57,7% der Wahlberechtigten haben für Georg Rosner gestimmt, Michael Leitgeb mit 42,3%. Durchaus also eine Überraschung, zumindest was die Mehrheit im Gemeinderat betrifft in Oberwart. Und da kommen jetzt die ersten Reaktionen aus Oberwart von Gabi Schiller. Hörst du das Programm dort oben? Ja, Programm höre ich. Ja, in den Stadtgemeinden in Oberwart sind heute die Mehrheiten zumindest dem Gemeinderat gefallen. Es herrscht eine Mandatsgleichheit zwischen ÖVP und SPÖ. Bürgermeister Rosner, Sie konnten allerdings zum dritten Mal das Bürgermeisteramt verteidigen. Ja, wie schmerzlich ist der Verlust der absoluten Mehrheit im Gemeinderat? Ja, zunächst einmal darf ich mich bei unseren und meinen Wählern recht herzlich bedanken und bedanke mich auch natürlich bei allen, die zur Wahl gegangen sind. Ich sage einmal, es ist ein schönes Ergebnis, wenn man dreimal mit einer doch sehr satten Mehrheit den Bürgermeister erlangt, und da freue ich mich und bin dankbar. Und absolute Mehrheiten sind halt in Zeiten wie diesen nicht mehr so gegeben, wie es vielleicht mal war. Und ich glaube, dass die Menschen von der Politik eigentlich ein bisschen, sage ich mal, will schon fast sagen, genug haben. Darum sind auch sehr, sehr wenig zur Wahl gegangen, und das schmerzt mich natürlich schon. Aber im Grunde genommen habe ich immer bewiesen, dass das Miteinander bei mir im Vordergrund steht. Und ich bin überzeugt, dass wir auch in Zukunft mit 12-12-1 gut im Gemeinderat zusammenarbeiten werden. Sie werden also Ihren konsensualen Stil fortsetzen. Herr Leitgeb, als Quereinsteiger haben Sie heute ein beachtliches Ergebnis erzielt und im Gemeinderat für Gleichstand gesorgt. Sind Sie zufrieden mit dem Wahlergebnis? Es war ja schlussendlich auch Ihr Wahlziel, die absolute Mehrheit zu brechen. Ja, ich bin absolut zufrieden. Unser großes Ziel war immer, die absolute Mehrheit zu brechen. Ist uns Gott sei Dank gelungen mit Unterstützung unserer Wähler und Wählerinnen. Und ich würde mich an dieser Stelle leider Schluss machen. Ich weiß, Sie wollen sich für Ihre Wählerinnen und Wähler bedanken. Ja, der Herr Leitgeb wird auch Vizebürgermeister, und somit gebe ich zurück nach Eisenstadt. Keine Veränderungen also in den Rathäusern in Güssing und in Oberwart. Spannend bleibt es noch immer in Jennersdorf. Dort gibt es ja einen Listenbürgermeister mit Reinhard Deutsch, die Liste Yes. Wird da spannend sein. Norbert Lehner ist für uns vor Ort, denn noch immer gibt es aus der Gemeinde Jennersdorf noch kein Ergebnis. Oder weiß man schon mehr, Norbert? Leider nein, noch keine Ergebnisse hier in Jennersdorf. Wahlschluss war schon um 14 Uhr, aber es wird dennoch immer noch ausgezählt. Das war übrigens vor 5 Jahren ähnlich. Fest steht, dass die Ausgangssituation hier sehr interessant ist, weil eben Reinhard Deutsch von einer Bürgerliste kommt und ihm vor 5 Jahren aus dem Stand 7 Mandate geholt hat. Was durchgedrungen ist aus einigen Wahlsprengeln, ist, dass es für die Liste Yes sehr gut ausschauen soll und dass die Liste offenbar stark dazugewinnt zulasten der ÖVP. Aber das ist, wie gesagt, nur vom Hörensagen und keineswegs gesichertes Wissen, und damit vorerst zurück wieder nach Eisenstadt. Danke, Norbert Lehner. Es wird also noch eine längere Nacht in der Bezirkshauptstadt in Jennersdorf bleiben. Ja, bei dieser Wahl sind so viele Listen wie noch nie angetreten, unter anderem auch ganz neu. Zum Beispiel die Liste Klartext, die ist eine FPÖ-Abspaltung, ist in 18 Gemeinden im Burgenland angetreten und hat sich durchaus hohe Ziele gesteckt, schafft es aber nirgends in den Gemeinderat einzuziehen. Auch ganz neu ist die Corona-Maßnahmen-kritische Liste MFG, die auch im Burgenland in 18 Gemeinden angetreten ist. Und wie es ausschaut, dürfte die MFG in Wimpassing an der Leiter, St. Martin an der Raab, Burgerberg und Neuderberg in den Gemeinderat einziehen. Hier die Reaktionen der beiden Listen.
Das ist sehr weit hinter dem, was wir uns erwartet haben. Ich glaube, dass uns diese unnötigen Turbulenzen mindestens ein Drittel der Stimmen gekostet haben, weil ich glaube, dass wir vorher recht gut gelegen sind. Das hat man als Feedback von den Leuten gehört. Aber wenn man so eine Wählervertreibung macht, darf man sich nicht wundern. Wir wissen und haben festgestellt, dass eben das Ergebnis nicht dem entspricht, was wir uns vorgestellt haben. Wir sind eine neue Bewegung und existieren erst seit 4 Monaten. Für diese kurze Zeit kann man trotzdem zufrieden sein, was wir einmal aufgebaut haben. Und es hat eben nicht sollen sein. So die Reaktionen der Listensprecher Klartext und MFG. Wir schauen jetzt auch gleich weiter nach Mattersburg. Dort wird auch noch immer ausgezählt. Wie gesagt, die Bürgermeisterin, die SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager tritt dort zum ersten Mal an. Und man hört, sie soll es gleich auch beim ersten Mal schaffen. Ja, genau. Leider gibt es hier in Mattersburg noch immer keine Ergebnisse, was den Gemeinderat angeht. Aber wir wissen etwas zur Bürgermeisterwahl. Claudia Schlager hat sich im ersten Wahlgang als Bürgermeisterin mit 60% durchgesetzt. Frau Schlager, ein kurzes Statement zu Ihrem Wahlergebnis. Natürlich noch einmal danke an alle Wählerinnen und Wähler. Und ich freue mich schon, die nächsten 5 Jahre für Mattersburg und Walbersdorf arbeiten zu dürfen. Frau Schlager, vielen Dank. Ja, Herr Haffer, der Gemeinderat ist noch nicht ausgezählt. Für Sie ist noch etwas offen. Sie könnten noch Vizebürgermeister werden. Bei der Bürgermeisterwahl haben Sie 18% bekommen. Was sagen denn Sie zu dem Ergebnis? Ja, unser Hauptfokus war immer auf der Gemeinderatswahl. Ich freue mich über ein respektables Ergebnis beim ersten Antreten für mich als Kandidat. Und wir warten auf das Ergebnis der Gemeinderatswahl. Und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in Zukunft. Vielen Dank, Herr Haffer. Wir haben es gehört. Es dauert noch, bis wir Ergebnisse haben. Zuerst jetzt einmal zurück ins Studio. Ja, Claudia Schlager hat es beim ersten Mal antreten gleich geschafft, ohne Stichwahl. Spannend bleibt es hingegen auch noch in Neusiedl am See. Wird es die SPÖ-Bürgermeisterin Elisabeth Böhm schaffen, dort den Bürgermeistersessel zu halten? Dazu gebe ich jetzt zu Christoph Iwanschitz. Ja, wir warten zwar noch auf die Ergebnisse, was die Mandatsverteilung im Gemeinderat angeht, aber wir wissen, wer Bürgermeister bzw. wer Bürgermeisterin ist. Ja, Frau Böhm, Frau Bürgermeisterin, die aktuelle Bürgermeisterin, Gratulation zum Wahlsieg. Erst 2017 dieser historische Wahlerfolg und nun benötigen Sie nicht mal mehr die Stichwahl. Sie stehen bereits als Bürgermeisterin fest. Ja, was gibt es dazu sagen? Also ich weiß, dass die Neusiedlerinnen und Neusiedler wissen, dass ich mich für sie eingesetzt habe die letzten 5 Jahre. Für mich ist das eindeutig ein Zeugnis. Es ist ein sehr positives Zeugnis. Ich freue mich ungemein, dass ich mit 51,68% sofort als Bürgermeisterin gewählt wurde. Man darf nicht vergessen, wir haben ja doch 4 Kandidaten gehabt. Und daher freue ich mich richtig, dass es mir heute gelungen ist, sofort Bürgermeisterin der Stadt zu werden. Und das ist für mich wirklich ein positiver und schöner Augenblick heute und möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern bedanken, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Ganz kurz vielleicht noch, wie überrascht sind Sie, dass es so glatt war? Mir fällt ein großer Stein vom Herzen. Ich freue mich sehr, dass es gleich auf Anhieb gelungen ist. Ich freue mich, dass ich weiterhin 5 Jahre für die Neusiedlerinnen und Neusiedler arbeiten darf. Für mich stehen immer die Menschen im Mittelpunkt. Das war immer mein Ansinnen, dass ich die Verantwortung übernommen habe, dass ich eine Gemeinde übernommen habe, die finanziell in Schwierigkeiten gewesen ist. Daher bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, dass wir auf solide Beine jetzt gestellt sind als Stadt Neusiedl am See und dass auch der Weg mit Elisabeth Böhm als Bürgermeisterin weitergehen darf in der Stadt Neusiedl am See und das freut mich natürlich ungemein. Alles klar. Neben mir steht nun auch Thomas Halbreter von der ÖVP. Wie gesagt, bei der letzten Wahl in der Stichwahl verloren. Dieses Mal hat es für die Stichwahl nicht mehr gereicht. Wo sehen Sie da die Ursachen? Das Ergebnis ist deutlich, 51-38%. Ich möchte Frau Bürgermeisterin ganz herzlich gratulieren. Wir haben die Stimmungslage anders eingeschätzt. Wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf geführt, mit einem sehr engagierten Team auch, mit sehr viel Einsatz, mit sehr viel Herz für Neusiedl. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken bei meinem Team. Die haben das wirklich gut gemacht. Wir sind da gemeinsam mit viel Schwung hineingegangen. Es hat leider nicht geklappt. Alles klar, also so viel aus Neusiedl. Frau Elisabeth Böhm ist wieder Bürgermeisterin, sie bleibt Bürgermeisterin hier und damit zurück nach Eisenstadt. 2 SPÖ-Bürgermeisterinnen in 2 Bezirkshauptstädten in Neusiedl am See und in Mattersburg. Können die Neos im Burgenland Fuß fassen? Das war auch eine große Frage bei dieser Wahl. Sie haben ja nur ein einziges Gemeinderatsmandat in Pinkerfeld und dabei bleibt es auch. In Pinkerfeld werden die Neos wieder einziehen. Neos-Sprecher Christoph Schneider hier mit einer ersten Reaktion zum doch enttäuschenden Abschneiden der Neos im Burgenland.
Es ist zufriedenstellend. Wir haben unser Mandat gehalten. Das zeigt, dass wir gute und konstruktive Arbeit geleistet haben im Pinkerfeld. Auch in Eisenstadt erhoffen wir uns Fuß zu fassen und auch in Mattersburg. Das ist also die Reaktion von Landessprecher Schneider der NEOS. Und wir gehen weiter bei den Bezirksvororten und kommen jetzt zum Ergebnis aus Oberpullendorf. Wir haben es vorhin vor einer halben Stunde schon gezeigt. In Oberpullendorf hat die ÖVP ihre absolute Mehrheit halten können und kommt auf 55,8% der Stimmen. Die SPÖ hat leicht zulegen können auf 1,1 Prozentpunkte auf 42% und die Liste Klartext 2,3%. Was bedeutet das für die Mandatsverteilung im Gemeinderat? Ein Mandat bekommt die SPÖ dazu, hat jetzt 10 Mandate und die ÖVP, wie gesagt, hält die absolute Mehrheit. Und der Nachfolger von Rudolf Geißler, Langzeitbürgermeister, der Anfang des Jahres sein Amt an Hannes Heiß übergeben hat, die ÖVP hält also weiterhin den Bürgermeistersessel in Oberpullendorf. Hannes Heiß kommt auf 61%. Das also das Ergebnis aus Oberpullendorf und Lukas Krenn meldet sich jetzt mit einer ersten Reaktion. Ja, Oberpullendorf bleibt also fest in der Hand der ÖVP-Bürgermeister Johann Heiß. Etwas mehr als 60% der Stimmen haben Sie erreicht. Wie erleichtert sind Sie denn über dieses Ergebnis? Natürlich sehr erleichtert, aber erlauben Sie mir kurz Danke zu sagen. Danke zu sagen für die Wählerinnen und Wähler, bei meinem gesamten Team, bei meiner Familie und nicht zuletzt bei den Mitarbeitern der Stadtgemeinde. Recht herzlichen Dank. Was glauben Sie, was am Ende ausschlaggebend war? Ja, ich denke, wir haben alles richtig gemacht bisher. Und natürlich sind wir jetzt gefordert, das ist ein Auftrag an uns, die Arbeit fortzusetzen. Dankeschön, Herr Heiß. Herr Dominkovic, Sie wollten unbedingt den Bürgermeistersessel erobern bei Ihrem ersten Antreten. Warum hat es denn einfach nicht klappen wollen? Als erstes Mal noch ganz kurz, auch ich möchte mich auch bei meiner Familie, bei meinem gesamten Team bedanken, bei den Oberpullendorfern, die mich gewählt haben. Warum hat es denn aus Ihrer Sicht nicht geklappt? Naja, das muss man jetzt in den nächsten Tagen einmal analysieren. Mit einem Team werden wir uns zusammensetzen und das wirklich genau durchgehen. Man hat gesehen, Herr Heiß hat möglicherweise viele Stimmen von den Grünen bekommen, die ja dieses Mal im Unterschied zu 2017 keinen Bürgermeisterkandidaten in das Rennen geschickt haben. Warum haben Sie denn nicht mehr Stimmen von den Grünen erobern können? Naja, wir haben schon gehofft, dass wir das Mandat, zumindest das Mandat von den Grünen, denke ich, haben wir zurückgewonnen, also ein Mandat dazu. Dankeschön, Herr Dominkovic. Ja, soweit also die ersten Stimmen hier aus dem Bezirksvorort Oberpullendorf. Ja, wir sind das jetzt durch mit den Bezirksvororten und schauen in die Landeshauptstadt Eisenstadt. Da gibt es ja 12.000 Wahlberechtigte. Das sind gleich um 2.000 mehr als noch vor 5 Jahren. Das ist auch der starke Zuzug, der sich natürlich hier in Eisenstadt bemerkbar macht. Die Stadt selbst ist fest in türkiser Hand. 17 Mandate hält die ÖVP, 7 die SPÖ, 3 die FPÖ und 2 die Grünen. Und alle Spitzenkandidaten sind jetzt auch bei Walter Schneeberger bei uns hier im Foyer. Ja, ich habe jetzt eine etwas schwierige Aufgabe, denn ich soll die Spitzenkandidaten interviewen, kenne aber nicht das Ergebnis. Ich hoffe, dass es in Eisenstadt schneller gehen wird als in Jennersdorf. Ich rechne fest damit. Bürgermeister Thomas Steiner, Spitzenkandidat der ÖVP, Sie waren ja in der Wahlkommission, auch wenn es jetzt noch kein amtliches Endergebnis gibt, 2 zentrale Fragen waren ja in Eisenstadt sehr spannend. Nummer 1, wird die ÖVP die absolute Mehrheit halten können? Nummer 2, wird es eine Stichwahl geben oder werden Sie im ersten Wahlgang als Bürgermeister gewählt werden? Vielleicht verraten Sie uns jetzt, wie das ausgegangen ist, ohne ja auf Zehntelprozentpunkte einzugehen. Ja, wir haben als Volkspartei 2 Ziele für diese Wahl ausgerufen, nämlich die Bürgermeisterwahl im ersten Wahlgang zu gewinnen und auch die absolute Mehrheit zu halten. Und so wie die ersten Ergebnisse es zeigen, werden beide Wahlziele erreicht werden. Das heißt, Sie haben deutlich über 50% oder es ist knapp oder wo ungefähr liegt die Schwelle? Wäre es knapp, hätte ich es nicht gesagt. Okay. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, meinem Team zu danken und allen Wählerinnen und Wählern zu danken. Ich glaube, es ist schon etwas Besonderes, so ein Ergebnis als ÖVP in der Landeshauptstadt einzufahren. Bei der Bürgermeisterwahl, so wie es ausschaut, können wir noch zulegen.
Okay, also wir haben kein offizielles Endergebnis, aber die zwei zentralen Fragen sind einmal geklärt und da wird sich nichts mehr ändern. Charlotte Dodd-Kaniak, Sie waren Spitzenkandidatin der SPÖ. Das Ziel war, stärker zu werden in Eisenstadt. Jetzt wissen wir nicht, wie das prozentuell aussieht. Vielleicht haben Sie da schon Informationen. Leider fehlen mir auch diese Informationen dazu. Ich möchte mal die Gelegenheit nutzen, auch meinen Wählerinnen und Wählern zu danken. Ebenfalls meinem Team zu danken, das ja neu aufgestellt worden ist, die großartige Arbeit geleistet haben. Herzlichen Dank an mein Team. Unser Wahlziel oder mein Wahlziel war, das zu halten, was da ist. Und ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich hoffe es, ja. Wir werden es in einer halben Stunde oder einer Stunde wissen. Wir berichten natürlich laufend weiter über diese Gemeinderatswahl, auch im Internet. Ein Wort noch. Sind Sie traurig, dass es zu keiner Stichwahl kommt? Nein. Haben Sie damit gerechnet, dass das so ausgehen wird? Ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich bin ganz neu, bin neu aufgestellt, habe die Verantwortung übernommen für die SPÖ in Eisenstadt und daher auch mein Wahlziel, dass ich das halte, was da ist. Alles, was wir dazu gewinnen, ist hervorragend, aber ich bin zufrieden okay. Mit dem, wie es aussieht. Wir werden uns überraschen lassen. Danke an die beiden Spitzenkandidaten. Ich bitte auch jetzt FPÖ und Grüne kurz zu mir noch. Herr Hanekamp, ich weiß nicht, ob Sie in der Wahlkommission waren. Also ich bewege mich da ein bisschen auf dünnem Eis, weil ich kein Ergebnis kenne. Aber was haben Sie haben sicher erste Informationen. Wie ist es gelaufen in Eisenstadt? Danke. Nein, ich weiß nicht. Ich habe mich entschuldigen lassen bei der Gemeindewahlbehörde. Und somit habe ich leider keine Kenntnisse noch oder nur Lagekenntnisse von Eisenstadt. Was sagen Sie zu dem Ergebnis, dass der Bürgermeister Steiner im ersten Wahlgang das geschafft hat und auch die absolute Mehrheit behält im Gemeinderat? Natürlich, Hoffnung ist heute ein großes Wort. Wir, die Freiheitlichen in Eisenstadt, haben doch gehofft, dass wir die absolute Mehrheit im Gemeinderat brechen könnten. Ja. Es ist dann halt nicht gelungen und wir werden sicher damit auch leben können. Insgesamt läuft es für die FPÖ im ganzen Burgenland nicht gut. Also ungefähr fast die Hälfte der Stimmen dürften weg sein. Ist da irgendwas falsch gelaufen? Generell ist die Partei so geeint und tritt die so geeint auf, wie es sein könnte oder sollte? Naja, die Partei ist schon an und für sich geeint, aber es ist immer wieder der eine große Fragezeichenfaktor, nämlich die Bevölkerung. Ob die natürlich auch in Anspruch nehmen, heute das demokratische Recht in Anspruch zu nehmen oder nicht. Anscheinend spielen sogar Wetterverhältnisse oder so eine Rolle. Na gut, die gelten für alle Parteien. Danke, Herr Hanekamp. Anja Heider-Wallner, Spitzenkandidatin der Grünen, absolute für die ÖVP und Bürgermeister Thomas Steiner gleich im ersten Wahlgang bestätigt. Ist das Wahlziel der Grünen erreicht, ohne dass wir jetzt genaue Prozentzahlen kennen? Also ich bin nicht überrascht über das Ergebnis. Unser Wahlziel war ja, das dritte Mandat zurückzugewinnen. Wir haben noch kein Gesamtbild, aber wir sind nach wie vor zuversichtlich. Unser Team war großartig unterwegs, viele junge Menschen sehr engagiert, die sich für Klimaschutz und für mehr Transparenz einsetzen. Ich hoffe, es lohnt sich. Der Abend wird es zeigen. Wir werden sehen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden und gebe mal zurück in das Studio zu Elisabeth Bauer. Vielleicht haben wir schon neue Zwischenergebnisse oder Endergebnisse bekommen. Danke bei Ihnen. In Eisenstadt wird noch ausgezählt. Da gibt es, wie gesagt, noch immer kein offizielles Endergebnis. Da wird es auch noch länger dauern, wie auch in manchen Städten, auch Gemeinden wie zum Beispiel Rust, Burbach, Breitenbrunn, Bötzschingen. Da wird ebenfalls noch gewählt. Es sind insgesamt aber schon 155 Gemeinden ausgezählt, Martin. Genau, 16 fehlen uns noch, aber das sind eben die Gemeinden, die eben schon da sind. 155 Ergebnisse kennen wir und hier sehen Sie anhand der Farben auch die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Gemeinden. Rot dort, wo die SPÖ eine relative oder absolute Mehrheit hat. Türkis die Gemeinden, wo die ÖVP die Mehrheit hält. Die weißen Flecken, drei sind es an der Zahl, wenn ich das richtig erkennen kann. Hier haben Listen die Mehrheit im Gemeinderat. Schauen wir jetzt ganz kurz auf die Bürgermeisterergebnisse. Sie wissen, da ist er spitz auf Knopf gestanden vor 5 Jahren zwischen SPÖ und ÖVP. Jetzt ist es derzeit so, dass die SPÖ 79 Bürgermeistersessel erobert hat, die ÖVP zunächst mal 62 und 4 Bürgermeister kommen auf sonstige, also auf Listen und 10 sind derzeit noch
in der Stichwahl. Das heißt, das kann sich natürlich noch nach oben verschieben. Jede dieser Zahlen, wie gesagt, 16 Gemeinden fehlen uns ja noch. Da kann sich an diesen Zahlen also noch einiges ändern. Das ist mal der vorläufige Zwischenstand. Ja, 10 Stichwahlen werden es sein. Da geht es der Wahlkampf in den Gemeinden noch weiter. Da wird es noch spannend. Am 23. Oktober ist ja, wie gesagt, der Stichwahltag dann angesetzt. 2017 waren es 19 Stichwahlen, also deutlich weniger. Aber Sieger, Verlierer stehen doch schon in den meisten Gemeinden fest. Und das können Sie natürlich auch nachlesen bei uns im Internet unter burgenland.orf.at und natürlich auch online im Teletext auf Seite 500. Also da können Sie auch alle Detailergebnisse natürlich nachlesen. Und natürlich, Burgenland heute wird auch ganz im Zeichen dieser Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl stehen. Martin? Es wird noch spannend, glaube ich. In Eisenstadt erwarten wir noch Ergebnisse. Eisenstadt fehlt uns noch. Es fehlt Jennersdorf. Auch da wird wie vor 5 Jahren noch ausgezählt. Mhm. Das sind die Gemeinden, die großen Gemeinden, die noch fehlen, wie gesagt, 16 an der Zahl. Und schauen wir, vielleicht wissen wir in Burgenland heute dann schon mehr. Wir starten in circa 6 Minuten. Wir erwarten auch die Spitzen der Parteien bei uns hier im Studio. Bis gleich, bleiben Sie dran. Dankeschön.